Prime XBT oder XBT, wie wollen Sie es haben? Egal, Betrug ist Betrug. Und so ist es auch hier. Es sind Anlagebetrüger, die Sie abzocken. Was können Sie tun? Schauen Sie sich nicht nur diesen Film an, sondern gehen Sie auf unsere Webseite. Folgen Sie dem Link. Dort finden Sie noch viel mehr Hinweise, als ich Sie in diesem kurzen Film geben kann. Hallo, ich bin Anwalt Jochen Resch. Thema Prime XBT. Angeblich. Immerhin registriert auf den Seychellen, aber nicht einmal das scheint zu stimmen. Schaut man sich dort um, findet man keine Eintragung dort. Also ein reines Fantasieprodukt. Lüge pur. Es ist Betrug und das ist das Wichtigste, was einiges man verstehen muss. Es ist Betrug. Nicht mehr einzahlen. Nicht verhandeln. Nicht mehr sich überreden lassen. Was kann man dann machen? Manche gehen zur Polizei. Hilft das? Nicht wirklich. Die Zielrichtung ist falsch. Denn eine Strafanzeige dient, das weiß eigentlich jeder, der Bestrafung der Täter, aber nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Genau aber den Weg gehen wir. Wir folgen der Spur des Geldes und sind damit recht erfolgreich. Wollen Sie wissen, wie das geht? Dann rufen Sie mich gerne an unter 030885-9770 oder besser noch, Sie füllen den Fragebogen aus, den Sie auf unserer Webseite finden. Deswegen gehen Sie auf die Webseite. Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Einschätzung, ob wir Ihnen helfen können. Wenn ja, was wir konkret machen und was es kosten würde. Und mit dieser kostenlosen Ersteinschätzung haben Sie dann eine Grundlage, auf der Sie sagen können, warum Sie sich bei uns einreihen wollen.